Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt auf Tag Mallorca. Nacht am Ballermann. Hier mit DJ Biene und alle dabei und der Playa Holika, Monchi, alle dabei. Und wir hauen uns richtig rein im Latin. So sieht's aus. Wir sind Playa Holika, Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tage Nacht am Ballermann. Heute ist Freitag, der 20. September 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma. Ihr hört, ich bin immer noch ein kleines bisschen am Kränkeln. Die Erkältung ist so gut wie weg, aber ein kleines bisschen Schleim ist immer noch da. Aber ja, ich fühle mich soweit richtig gut. Also keine Beeinträchtigung dadurch eigentlich, außer ein bisschen beim Sprechen. Ja, wir haben heute rund 26 Grad gehabt. Wir haben jetzt mittlerweile 18:06 Uhr. Es ist doch recht bewölkt gewesen heute. Wenn man mal hier so rüber guckt, sieht es nach Regen aus. Mal gucken, ob es rüberzieht oder ob es vorbeizieht. Bislang hat es bei mir zumindest nicht geregnet. Ja, und Regen wird die nächsten Tage eventuell auch ein großes Thema werden, weil für morgen Abend ist Regen und Gewitter angekündigt. Kann einiges runterkommen. Lass uns mal überraschen, was genau kommt. Und ja, abends, wie gesagt, ist es ein bisschen frischer. Deswegen habe ich eine Jacke im Rucksack. Die wird dann später ausgepackt, wenn ich draußen rumlaufe. Noch geht's. Aber so für nachts. Wenn man spät abends, sobald die Sonne weg ist, wobei im Moment haben wir keine Sonne. Ja, schön ist anders. Wollen wir mal hoffen, dass am Montag, wenn der Geisterzug, wenn der Rosenmontagszug in der Schinkenstraße läuft um 17 Uhr, dass wir da schönes Wetter haben. Weil für Montag ist auch ein bisschen Regenwahrscheinlichkeit auf 50-60%. Wäre natürlich unschön. Ja, heute Freitag, was machen wir heute? Ich weiß es noch nicht. Außer, dass ich jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Latino bin. Wir laufen aber erstmal Richtung Megapark. Also wir laufen jetzt zum Megapark, dann gehe ich ins Latino. Dann gehe ich in den Bierkönig zum Auftritt von Tim Toupet. Und dann weiß ich schon genau, 23 Uhr ist noch Malle Anja im Bierkönig. Dann haben wir irgendwann die Nacht um 12:30, viertel vor eins, Torben Klein in der MK-Arena. Da würde ich eigentlich gerne hingehen. Aber wenn der erst um 1 Uhr anfängt, und ich glaube beim letzten Mal hat er rund eine Stunde gemacht, dann hätten wir 2. Seit ich dann zu Hause bin, haben wir 2:30. Das wird dann alles ein bisschen zeitlich ein bisschen spät. Deswegen, ja, gut möglich, dass ich den heute auslassen muss. Ja, wen ich gestern nicht ausgelassen habe, war Markus Becker. Da war ich seit langem mal wieder endlich in Oberbayern bei ihm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, er guckt auch meine Videos, beziehungsweise ja, er wusste, wer ich bin, auch deswegen hat er mich schon auf die Bühne geholt. Von da aus habe ich dann ein paar Videos für euch machen können. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Nicht allzu viel. Ansonsten alles am Alten. Achso, doch, ja, wer das Video von gestern gesehen hat. Nach über 2 Monaten habe ich gestern meine ersten 3 Kölsch wieder getrunken. Schande über mein Haupt. Ich habe mir gesagt, irgendwann, wenn ich Bock habe, trinke ich mal wieder was. Und gestern war es der Fall. War mit 3 Kölsch auch alles im Rahmen. Und ich habe trotzdem auch heute wieder kein Verlangen danach. Ich habe keinen Kater. Alles gut, alles easy. Ja. Dann laufen wir mal noch ein bisschen über die Playa, gucken, was hier so los ist am Freitag. Ich schätze mal, heute wird wieder einiges mehr los sein. Gestern rumgelaufen hier. War doch sehr mau. Zumindest weiß ich mal so vom 6er, zwischen 6er und Megapark war doch weniger los. Sorry, immer noch ein bisschen Schleim in der Nase. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Grüße gehen raus an alle und ich mache mich weg. Und wir laufen mal bis zum Megapark. Bis später. Ja, vorhin habe ich es leider vergessen auf meiner Anmoderation. Janine, Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und Ketchup dazu. Alles Gute zu deinem 44. Geburtstag. Endlich darfst du Alkohol trinken. Ja, ich wollte es eigentlich am Anfang machen, deswegen jetzt zwischendrin, aber ich schneide es dann doch vorne rein. Also ich hoffe, die Glückwünsche kommen an. Grüße gehen raus. Janine, alles Gute zu deinem Geburtstag.
Also Dominik Mr. Kümmerling aus dem Latino hat mir erzählt, vorhin hat es mal geregnet bei ihm. Er wohnt ein bisschen weiter darunter. Bei mir ist nichts angekommen. Da sieht man manchmal innerhalb von so ein paar Metern, da kann es regnen und auf der anderen Seite ist es dann trocken. Ich schätze mal nicht, dass er mich anlügt. Er hat gesagt, er ist am Pissen. Also in der Bucht wird schon ein bisschen was runtergekommen sein. Aber wie gesagt, bei mir nichts. Kein Tropfen. Ja, eigentlich dürfte ich heute auch gar nicht so lange machen, weil morgen um 13 Uhr spielt der FC in Düsseldorf. Das wollte ich mir eigentlich gerne angucken. Aber 13 Uhr ist halt echt eine blöde Uhrzeit. Irgendwann muss ich ja die Videos schneiden. Nach dem Spiel funktioniert es natürlich auch noch, aber das kann dann auch alles eng werden zeitlich. Schauen wir mal. Also, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Oh, was machen Sie denn hier? Hier sind Sie gerade am Schmücken. Also beide Läden. We love party. Ja, schauen wir uns doch heute Abend mal genauer an, wenn es dunkel ist, wenn ein bisschen mehr los ist. Dann schauen wir mal, was sie dann heute Abend hier für Party veranstalten. Ja, Kölsche Woche immer noch im vollen Gange. Wie gesagt, am Montag der Rosenmontagszug in der Schinkenstraße. Immer noch sehr viele Kölner, sehr viele Rheinländer hier. Merkt man vor allem auch an der Bierstraße, die ist immer sehr gut gefüllt. Gestern nochmal da gewesen um 23 Uhr zu Sierra Madre. Da ist mir noch gerade hier das Bild abhanden gekommen. Moment, ich muss mal eben ganz kurz nachgucken, wie weit es hier. Eine Sekunde. Ja gut, dann verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe keinen Bluetooth an. Aber irgendwie hätte ich mich mit irgendwelchen JBL-Kopfhörern verbinden können. Deshalb ist meine Kamera ausgegangen. Sehr merkwürdig. Also, das ist mir ja auch noch nicht passiert. Das Einzige, was mir bislang passiert ist, ich habe zweimal mit meiner Mama telefoniert, jetzt so die letzten Wochen. Also ich telefoniere jeden Tag mit ihr. Aber insgesamt ist zweimal während des Gesprächs einfach mein Handy ausgegangen. Ja, keine Ahnung, was damit los ist. Ja, wenn wir hier rüber gucken, dann sieht da hinten echt nach Regen aus. Da regnet es auch. Ist nur die Frage, ob es rüberzieht. Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon und weiß, warum sich mein Handy mit irgendwelchen Kopfhörern verbinden wollte, obwohl kein Bluetooth, nichts an ist. Doch, ein bisschen windig.
Eieiei, jetzt aber eine Riesenschlange vor dem Männerklo. Oh, hier stinkt extrem nach Pferd. Boah, ekelhaft. Ach, der Monchi. Monchi! Monchi! Hey, Rudi, heute Abend Oberbayern, 23 Uhr geht die Party. Ich habe schon eingekauft, habe hier schon eine schöne neue Brauchtasche. Es wird wild, Freunde. So siehst du aus, ich habe alles dabei, Bier, Cerveza und noch vieles mehr, Eiswürfel, kühles Bier. Und wir freuen uns einfach alle. Und ich spiele mal einen neuen Song mit. Du hast einen neuen Song. Banana, im Kopf wieder Banana. Würde mich freuen, 23 Uhr, sehen wir uns im Oberbayern. Alles klar. Dankeschön, lieber Freund. Bis später, ciao. Ja, das war jetzt der Monchi. Heute um 23.30 Uhr habt ihr mitbekommen, tritt er auf im Oberbayern. Gehe ich da hin? Weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht, weil 23 Uhr ist ja Malle Anja im Bierkönig. Da wollte ich eigentlich hin. Wenn ich denn dann irgendwo hingehe. Ja, schauen wir später mal. Aber jetzt ist schon deutlich viel mehr los, deutlich mehr los wie gestern. Aber natürlich, heute ist Freitag, Wochenende ist immer mehr los. Wie heißt du? Adrian. Kann man hier eine Rhein-Rikscha. Wen haben wir denn sonst noch in Moorbayern? Ach so, Markus Becker ist noch mal da. Warte mal, wann ist denn Markus Becker heute da? Wenn Monchi auch da ist. Schauen wir mal eben. Und dann haben wir noch den Schäfer und Melanie Müller. Hat der nicht gesagt 23.30 Uhr der Monchi eben? Ja, ne? Ich meine ja. Auf dem Plakat steht 23 Uhr und um 23.30 Uhr der Becker. Mm. Ja, also keine Planungssicherheit wieder im Oberbayern. Man weiß ja gar nicht, wann wer auftritt. Und ich glaube, wenn, gehe ich den Bierkönig zum Malle Anja. Ja, dann werden wir jetzt gleich hier ankommen am Megapark. Ich wandere dann mal Richtung Latino. Gut, also hier ein Break und dann geht's gleich später weiter. 19.36 Uhr, so langsam geht's Richtung Sonnenuntergang und von da aus in den Bierkönig zum Timtopé. Gucken wir dann nochmal hier im Park an der Polizei Lokal, wie es hier gerade so aussieht, der aktuelle Stand an den Baumaßnahmen, wo ich immer noch nicht weiß, was genau sie machen. Aber ich habe die Tage hier immer wieder jemand arbeiten sehen. Ja, Regen ist im Moment immer noch keiner runtergekommen. Sieht auch gerade nicht so danach aus, laut Niederschlagsradar. Aber dafür morgen. So, schon mal sauber zu trinken und dann geht's mal Richtung Mauer.
Und ist immer noch Christ.
Wie sieht es aus? Seid ihr bereit für ein bisschen Party? Der junge Mann hier vorne hat es schon gut erkannt. Du hältst einfach mal die Hände in die Höhe, egal ob mit Glas, ohne Glas. Und ich sage, auf Wiedersehen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ihr seid den Test. Ich will es hören. Ich will es hören. Ich sage Dankeschön! Dankeschön! Ich hab die Lampe an, ich bin ein Leuchtturm. Das Meer ist wunderschön, ich will es doppelt sehen. Ich hab die Lampe an, ich bin ein Leuchtturm. Erstmal von mir aus, Dankeschön, dass ihr die ganze Saison hier so geil und bierbillig gefeiert habt. Dankeschön, dass alles friedlich abgelaufen ist. In dieser komischen Welt, in der wir heute leben, müssen wir als Bierkönig und Ballermann-Leute echt ein Zeichen setzen. Dankeschön, dass ihr das unterstützt seit 30 Jahren, der Bierkönig. Von Herzen, von dem Personal, von den Mädchen, von den Bierkönig-Leuten und natürlich unserem Tee. Danke, bleibt so wie ihr seid. Und hier ist noch ein bisschen Normalheit. Normalität, sag mal. Wer fällt mal Normalität? Wo sind die Kölner? Wo sind die Rheinländer? Ei, ich dachte, wir können schon machen, ne? Pech, ich pass auf. Da würde ich sagen, müssen wir die Menschen einnehmen? Oh, boy, guck mal hier. Guck mal hier. Yeah.
Applaus für unsere Tänzer und Tänzer hier oben. Leck mich am Arsch, das war sehr geil. Ich kam mir fast so ein bisschen vor wie der Wutschwein, aber habt ihr verdammt gut gemacht, und einen großen Applaus für Let's Dance hier im Bierkönig. Fliegen, fliegen, wie ein Flieger, willst du sagen? Die können das, wir haben ja auch unsere Piloten bei uns. Und übrigens, nur kurze Information. Meine Mutter mit 80 Jahren ist das erste Mal im Bierkönig mit mir. Dankeschön, Mama. Ich nehme an, nach dem Auftritt bin ich entnervt. Aber sie lieben es, sie feiern es und sie war gestern auch noch lange unterwegs. Und jetzt starten wir den Flieger. Dankeschön, los geht's. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch, hoch. Und ich spring immer wieder und ich schwimm zu dir rüber und ist so ein schöner Tag. Wir können dir bei der Hand, ich sag von Herzen Dankeschön. War das schön, ein wunderschöner Abend noch. Genießt das Leben!
So, wir haben jetzt 22.29 Uhr, stehen am Münchner Kindl Casa Baviera. Und hier singt gerade Achim Köllen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wir haben jetzt eine Minute vor 23 Uhr. Gleich geht's los mit der Sierra Madre hier in der Bierstraße. Zum einen natürlich erstmal ganz, ganz wichtig, passt noch ein bisschen auf eure Wettbewerbsstände auf, wenn ihr sagt, dass ihr Portemonnaies alles ein bisschen am Mann, an der Frau hängen. Das ist ein unfreiwilliges Witzerwechsel. Aber bitte, bitte, bitte die Handys nicht zu tief vergraben, weil die brauchen wir gleich schon. Also Handys, wenn ihr in der Tasche schon oben drauf, brauchen wir gleich. So, dann natürlich alle Spiele, alle Tore, erste, zweite Liga am gesamten Wochenende. Natürlich hier bei uns auf Großbild oder im TV. Und da liegt der Fokus natürlich erstmal so ein bisschen auf das Hochsicherheitsspiel. Der erste FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Oder aber auch umgekehrt, weil nämlich die Fortuna Heimrecht hat, also mein Spiel in Düsseldorf. Heißt also bitte morgen dann rechtzeitig kommen und die besten Plätze sichern. Anschlusszeit ist 13 Uhr und dann sollte das spätestens um 11 Uhr, 11.30 Uhr eintrudeln, um die besten Plätze zu sichern. Wir haben beide Fanlager hier stark vertreten. Auf der Straße heißt also, es wird dicke, packe voll. Und dann geht es natürlich runter auch direkt weiter. Natürlich dann auch alle anderen Spiele. Victoria natürlich dann am Samstag bei uns live. Und das ebenfalls auf Wurzeln. Heißt also auch die 15:30 Uhr Spiele, Vorabendspiele oder Abendspiele. Ihr verpasst ihr also garantiert nichts. Bayern spielen auch 15:30 Uhr, also alles dabei. Dann können wir das Ganze dann einschieben. Aber wie gesagt, zum rheinischen Derby, dann wird es rechtzeitig hier anfangen und die besten Plätze sichern. So, das Ganze geht natürlich auch für den Abend. Ihr seht, heute sind wir noch so ein bisschen im familiären Kreis. Kleiner, enger familiärer Kreis. Morgen wird es dann mal richtig voll werden. Und das hat den Hintergrund, weil wir morgen nochmal irgendwie auch wieder so um die 1020 Flugbewegungen oder sowas haben. Und dann kommen noch die ganzen Residenten dazu, die sagen, ich natürlich in Niederlande, aber hier in Deutschland weggehen. Och, da gehen wir auch mal raus. Also morgen wird es richtig dicke, kacke voll. Deswegen, guten Abend, eine Bitte an euch. Bitte rechtzeitig kommen und die beste Plätze
sicher, wenn Ihnen zu erinnern ist, auch wenn es draußen ist. So, und jetzt kommen wir zum Wetter. Das ist nämlich auch nochmal so ein Knackpunkt, weil morgen könnte es ja auch noch schöpfen und das Ganze irgendwie so zwischen 16 und 18 Uhr. Heißt also, lasst euch nicht entschleppen. Es ist nur ein bisschen Wasser von oben, also das Schlimmste kommt jetzt am Montag und Dienstag runter, aber da haben wir heute noch gar nicht drüber reden. Heißt also, das Wochenende hätte es dann mal am Nachmittag oder am späten Nachmittag regnen können, dann werden wir bei Tag die Autobahnschaft unsere Lokale haben geöffnet, Küchen haben geöffnet, ihr seid ja also wirklich, wirklich safe. So, jetzt sollte eigentlich immer im Hintergrund das Licht gedimmt sein und dann heißt es am ersten Tag hier bei uns auf der schönsten und nächsten Fern und Badewanne an der Playa. Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
Das erste Bier und wir